Der wievielte Print Day ist das, an dem du teilnimmst, und wie empfindest du den Print Day? Das ist der zweite Print Day und ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Gerade in der Zeit, in den letzten Jahren gab es sehr wenig Möglichkeit, in der Branche zusammenzukommen. Und es ist sehr angenehm, auch mal wieder sehr viele Fachbeiträge zu hören und live dabei zu sein und nicht nur immer am Monitor das Ganze zu verfolgen. In dem Katalogprojekt, über das du einen Vortrag gehalten hast, habt ihr auch sehr viel auf Basis von Kundendaten gearbeitet. Ja. Wie habt ihr das gemacht? Wir haben ein eigenes Data Warehouse und das ist mittlerweile auch sehr angewachsen, sage ich mal, dadurch, dass wir schon sehr lange Kundenverhaltensdaten sammeln. Wir haben den Vorteil, dass bei uns die, also auch datenschutzkonform, den Vorteil, dass bei uns die Firma leider wichtiger ist als der Mensch. Insofern ist die Firmenadresse das Wichtige und wir sind datenschutzkonform an der Stelle, haben sehr lange Daten gesammelt, was haben die Kunden gekauft und für was interessieren sie sich, und dementsprechend versuchen wir, relevante Werbung dem Kunden an die Hand zu geben. Die Kernaussage war ja, ihr habt einen großen Katalog genommen, weggeschmissen in Anführungsstrichen und sehr, sehr stark segmentiert auf die einzelnen Kundengruppen respektive auf die einzelnen Kunden runtergebrochen. Ja. Was war das Ergebnis für euch? Das Ergebnis war, dass wir mit deutlich weniger Papier- und Ressourceneinsatz den gleichen Effekt hatten, sogar minimal besseren Effekt. Also wir haben die Kundenhaltbarkeiten haben sich nicht verändert und die Umsätze sind leicht sogar nach oben gegangen. Okay, vielen Dank. Sehr gerne.